Wissen Sie, warum die Männer an 99% aller Autounfälle schuld sind? Ja? Weil sie die Wagenschlüssel ihren Frauen geben. Ist bei mir aber nicht so schlimm. Meine Kiste ist so alt, wenn die ein Pferd wäre, müsste man sie ja schießen. Das ist Ronaldo Zunder. Er hat beide Arme gebrochen, aber er ist super gelaunt. Ja, scheint so. Wie haben Sie das denn gemacht? Ich bin bei der Eröffnung vom Autohaus Brummer von der Bühne gefallen. Obwohl ich hier überangriffen. Was machen Sie beruflich, wenn Sie in einem Autohaus von der Bühne fallen? Ja, ich hatte einen Auftritt. Vor 2 Jahren, da hatte ich die Schnauze voll vom Versicherungsgeschäft. Ich wollte die Leute lieber zum Lachen bringen, als sie über den Tisch zu ziehen. Oh, ho, ho. Kommt man zum Arzt? Alles gut, Herr Zunder. Da kommt der Arzt auch schon. Dr. Eckert, Sie sind also Comedian. Entertainer. Ja, bei mir im Freundes- und Familienkreis, ne, da haben ja immer alle gesagt, ne? Ronny, du bist so witzig, mach doch was draus. Ganz schöner Richtungswechsel in dem Alter. Nicht schlecht. Hauptsache keine Arztwitze. Oh. Oh doch. Bitte ein. Können Sie die Finger bewegen? Patient zum Arzt. Wie lange habe ich noch? Arzt zum Patient. 5. Patient. Was? Wochen, Monate oder Jahre? Arzt. 4, 3, 2. Also, keine Panik. Ganz so schlecht geht's Ihnen noch nicht. Sonst hätte ich Ihnen schon längst eine Rechnung geschrieben. Kleiner Spaß. Ich brauche Röntgenbilder von beiden Armen in 2 Ebenen, bitte. Hallo. Hallo. Dann bis später, Herr Zunder. Ja. Na? Hier kann man es gut erkennen. Distale Humerusfrakturen. Das ist der Oberarmknochen. Direkt oberhalb der Ellbogengelenke. Auf beiden Seiten. Fast identisch. Und jetzt? Notschlachten? Die Brüche müssen im osteosynthetischen Verfahren stabilisiert werden. Osteo, was? Das heißt, sie müssen operiert werden. Noch heute. Ein Routineeingriff. Ja, aber in 2 Monaten muss ich wieder fit sein. Da habe ich mit ein bisschen Glück einen super Job an der Angel. Bis dahin sind Sie sicher wieder fit. Was ist das denn für ein Job? Gehen Sie ins Fernsehen? Ah, fast. Ja, die Neptun Star Group sucht für eines ihrer Kreuzfahrtschiffe einen Entertainer. Und mein Agent, der vermittelt mich da gerade. Aber ich spüre es schon, das wird was. Aber Kreuzfahrtschiff, ist das nicht voll langweilig? Wie bitte? Arbeiten da, wo andere Urlaub machen und dann noch Geld dafür bekommen. Da bin ich aber an Bord. Herr Zunder, auf dem Weg zur OP? Wie geht's Ihnen? Ja, als würde ich zum Schafott gefahren. Ach, keine Angst. Ich kenne den Chirurg, der hat den Eingriff schon 30 Mal gemacht und irgendwann muss es ja mal klappen, oder? Der Dr. Eckert. Ja. Alles Gute, Herr Zunder. Danke. Hallo. Hallo. So, Herr Zunder, dann schauen wir mal, ob neurologisch auch alles in Ordnung ist. Einmal die Finger bitte bewegen. Perfekt. Mensch, wenn ich hier rauskomme, bin ich ja wie neu. Mein altes Leiden bin ich ja schon lange los. Ne? Altes Leiden? Na, ich bin ja geschieden. Ne? Jahrelang habe ich mit meiner Frau kein einziges Wort gesprochen. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Der Blutdruck war während der OP ein bisschen hoch, 146 zu 101. Oh, kommt das davon, wenn man zu viel Fleisch isst? Ich bin Vegetarier. Unter anderem kann zu hoher Fleischkonsum zu erhöhen. Ja. Wie nennt man einen schwergewichtigen Vegetarier? Biotonne. Gut, dann bis später, Herr Zunder. Jawohl, Herr Kapitän. Hier, der Doc, ne? Der hat Humor. Aber die Schwester, Da muss ich schwerere Geschütze auffahren. Chef, gib mir mal kurz zur Hand. Oh Gott. Obacht! Sorry. Ja, das wäre jetzt mein Tee gewesen. Tut mir leid. Ja, ja, sorry. Ich mache immer Sauerei, ne? Achtung! Gestern habe ich im Supermarkt einen Joghurt fallen lassen. Ja, der war nicht mehr haltbar.
Aber bei mir zu Hause, ne, da ist ja alles picobello, ne? Alles. Also da bin ich ja pingelig. Ne? Ich hatte ja so ein Sondereinsatzkommando bei mir in der Bude. Ne? Die gingen von Zimmer zu Zimmer und riefen, sauber, sauber, sauber. Sie sind ja witzig. Ja. Und jetzt hat mich hier der Onkel Doktor, hat mich ja krank geschrieben. Ne? Er sagt, es ist irgendwas mit den Armen. Komisch, ich bin noch gar nicht aufgefallen. Das muss mir schicken. Das ist für seinen Agenten. Herr Doktor, wenn der Gips abkommt, kann ich dann Klavier spielen? Ja, klar, kein Problem. Ja, fantastisch, weil vorher konnte ich nämlich nicht. Oh! So, Feierabend! Danke schön! So, genug gelacht, jetzt wird aufgeräumt. Es steht Ihnen so gut, wenn Sie lächeln, Schwester Sauer. Betty. Na, das war jetzt auch witzig. Ja, ne? Ja. Herr Zunder, ja. Sie dürfen gehen, wenn Sie wollen. Also, das ist ja großartig. Ach, danke. Ja. Übrigens, das mit dem Video, das war übrigens wirklich ganz lieb von Ihnen. Haben Sie denn schon was gehört? Nee. Ich helfe Ihnen. Danke. Haben Sie zu Hause jemanden, der Ihnen hilft? Ich kann bei meiner Schwester bleiben, bis der Gips abkommt. Prima. Ich gebe Ihnen noch ein paar Schmerzmittel mit und nächste Woche kommen Sie dann bitte zur Kontrolle. Ja, gut. Oh, mein Agent. Danke, ja. Herr Bernd? Ja, du, haben die das neue Video gesehen? Was? Ich hab den Job. Ja? Ja, ich melde mich gleich nochmal. Ja, tschüss. Das ist ja Wahnsinn. Die waren total begeistert von dem neuen Video. Dass wir den Gipsarm, das soll ich unbedingt beibehalten. Das wäre ein super Markenzeichen. Das kann man auch total gut faken mit Attrappen. Die erste Fahrt geht nach Spitzbergen. Aber fallen Sie mir nicht über die Reling. Das könnte schlimmer enden als ein Sturz von der Bühne. Und Vorsicht vor Eisbergen. Denken Sie an die Titanic. Mensch, das ist es. Ich nenne mein neues Programm einfach Schiffbruch.